Herzlich willkommen bei Swiss Design. Wir haben hier ein Review machen. Dank natürlich Asus, wo uns das komplette System zum Probieren gegeben hat. Ich würde dann auf jeden Fall nachhinein auf jedes einzelne Gerät tiefer eingehen. Ich würde mal zeigen, eigentlich kurz, wie ihr seht, was wir alles zur Verfügung bekommen haben. Einmal natürlich der coole Rechner. Eine sehr gute Tastatur. Auch nicht zu vergessen, der ganz, ganz geile Bildschirm. Und die Maus, die ich auch sehr gut finde. Die Kopfhörer. So, und ich würde eigentlich mal sagen, kurz gesagt, fange ich eigentlich beim Computer an. Beim Computer kann ich eigentlich nur eins sagen, geht wirklich innerhalb von 10 Sekunden startet das Teil auf. Es ist bemerkenswert. Für mich ist das ein Grund, die Freude eigentlich auch zu teilen, weil es ist wirklich etwas Tolles, wenn ich innerhalb von 10 Sekunden kann schon loslegen kann mit dem Spiel. Was natürlich auch ein Vorteil ist, er ist sehr leislig. Also wenn ihr könnt mal hören könnt, hört ihr gar nicht. Er ist wirklich super. Was natürlich beim Spielen kann stören, wenn er zu laut wäre. Dann gehen wir eigentlich weiter. Wie ihr schon seht, der Bildschirm sehr klar. Und auch sehr hohe Auflösung. Was bei diesem Bildschirm natürlich auch einen Vorteil hat, ist, ich zeige es jetzt anhand von dem, man kann ihn wirklich schwenken ohne Probleme. Man muss schauen, dass man vorher Kabel richtig einsteckt und dann kann man sogar noch drüllen, den Bildschirm. Was super ist. Ich habe eigentlich auch schon vorbereitet, kurz zum euch im Ingame zeigen, das Dota, wie schön die Grafik auch ist. Ich mache jetzt mal ein Beispiel von meinem Lieblingsheld. Sieht wirklich toll aus. Hat eine schöne Auflösung. Sehr klar. Ja, wie natürlich auch gesehen, die Tastatur, die ich jetzt gerade selber benutze, ist mechanisch. Sie ist ein bisschen schwer, aber das ist eigentlich egal, weil ich muss sagen, den Druck spürt man sehr gut. Vor allem habe ich den Spass schon entwickelt, mit der zu spielen. Ist eigentlich eine sehr gute und schnelle Reaktion auch von der Tastatur aus. Was jetzt auch weitergeht, ist eigentlich die Maus, die wir dazu bekommen haben. Man sieht, wir haben hier drei Tasten auf der Seite. Ich muss ehrlich dazu gestehen, ich bin ab und zu mal auf die Untertasten, nicht gerade auf die oberen zwei. Es ist eine Übungssache, aber schuss auf jeden Fall liegt sie sehr gut in der Hand. Guter Druckpunkt. Die Geschwindigkeit kann ich anhand hier oben einstellen. Wie man es jetzt gerade anschaut. Ich persönlich spiele es jetzt auf der zweiten Stufe, dann natürlich den Scroll selber und sie läuft über das Kabel. Ja, und natürlich dazu auch nicht zu vergessen, die Mausmatte. Eine gute Größe, hat sehr gut funktioniert. Also ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, das hat absolut komplett gereicht. Ich konnte wirklich auch beim Spiel selber können gut durchfahren. Es geht wirklich sehr schnell. Es gibt zwei verschiedene Versionen. Es gibt die ganz glatte. Ich habe natürlich jetzt nicht die glatte genommen. Ich habe jetzt die, die ein bisschen stärker ist genommen und muss dazu sagen, es war für mich optimal gewesen. Dann natürlich das letzte, als Kopfhörer sind. Ihr seht schon selber, es sind schon recht grosse Kopfhörer.
Das Gute natürlich an diesen Kopfhörern ist, sie haben hier zum Kabel eigentlich die Lautstärke selber, wo man sehr gut skalieren kann, wie laut es gerne möchte haben. Ich kann hier einstellen zum Muten oder zum Spreaden. Hier, der Knopf. Und ich würde es mal schnell kurz anlegen, dann seht ihr selber, wie das so aussieht. Was natürlich der Vorteil ist, ich höre fast nichts mehr. Also es ist wirklich dicht. Sie sitzt sehr bequem drauf. Das Mikrofon ist auch an der richtigen Position. Ich kann dann natürlich einstellen, wie stark der eine mich hört. Und von dem her, wir haben jetzt da schon mehrere Tests gemacht. Es ist mittelmäßig, es ist nicht optimal. Man muss es wirklich persönlich dann einstellen im jeweiligen Programm. Dann. Ob es jetzt Skype ist, ob es jetzt Teamspeak ist, dass die Person mich dann auch hört. Aber sonst im Generellen, im Allgemeinen, ist es ein cooler Kopfhörer. Ja. Danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir können euch die neuen Produkte zeigen und auch begeistern. Und freue mich dann auf jeden Fall wieder, dass ihr reinschaut bei SwissDC. Wenn es heisst, dann müssen wir nächstes Mal ein Review machen von Produkt. Und wünsche euch viel Spass bei Dota und bis bald.